Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Und heute geht es wieder um Trading, um mögliche Investitionen. Und Investitionen ist das falsche Wort, mehr so um Low-Budget-Investitionen, die was man eigentlich schneller wieder verkaufen kann. So eine Art Flipping, aber im niedrigen Bereich. Und dann würde ich sagen, starten wir rein gleich in meine Käufe. Hier Berin, den habe ich überteuert verkauft. Und Ginter, die habe ich mir um 1500 gekauft. Das ist ein Spieler, der was immer steigt, sinkt. Ich glaube, das habe ich schon einmal gesagt. Und man sieht hier um 2,8. Das Mindeste war 1,9, wo ich ihn verkauft habe. Hier wieder ein bisschen Verein ausgemistet. Und da Ramaljo von Salzburg, den auch man sieht hier 1059, 900. Das waren dann alle Verkäufe von denen. Und den habe ich mir jetzt noch sehr oft geholt. Man sieht um 3, Entschuldigung, 3 bis 400. Teurer habe ich mir dann nicht gekauft. Und am Abend ab 7 Uhr geht er immer um 1000 Münzen weg, sobald irgendeine SBCs gefordert werden, ohne ein hohes Rating. Brasilianischer Innenverteidiger. 1000 Münzen, 300 holen, kann man nur Danke sagen. Dann nicht auf Transfermarkt, sondern weiter in die Verkäufe. Schau mal hier diesen Ullmann. Keine Ahnung, wieso ich auf einmal die österreichische Liga habe. Vielleicht, weil ich aus Österreich komme. Aber man sieht hier 850, 800, 900, 900. Den habe ich so oft zwischen 800 und 950. Ich glaube, 950 war das teuerste. 1000 sogar. Verkauft auch innerhalb von einem Tag. Und man sieht, innerhalb von 2 Tagen. Und den habe ich auch immer um 250 geholt. Also auch ein schöner Gewinn, den habe ich da ziemlich oft geholt. Weil ich will mein Team verbessern, dazu brauche ich Coins. Und dann, das was wahrscheinlich im Titel steht, wird sein irgendwas mit Gewinn durch Transfermarkt oder durch Transfermarkt Gewinn am Transfermarkt, irgendwie so in die Richtung. Und da habe ich diese, denn das sind alle Spieler, die was gewechselt sind. Die habe ich mir, hier sieht man, um 1100 geholt. Und da sieht man, ich habe einen schon verkauft um 2,5, einfach nur mal um 2,3, einfach um es mal auszuprobieren. Den habe ich mir hier noch oft geholt. Oder oft ein paar Mal habe ich den noch mitgenommen. Dann einen Chaka, der steht wahrscheinlich auch vor einem Wechsel, jetzt mehr oder weniger, aber ich schätze schon noch, dass er im Winter wechseln wird. Ich glaube, die Fans wollen ihn nicht mehr wirklich. Auch den habe ich immer um 700 geholt. Sobald er wechselt, wird er auf über 1000 steigen. Ist auch immer ein schöner Gewinn. Dann der ist ja auch gewechselt. Den habe ich mir auch so um 900, 1000, 1500, 950. Mal schauen, was der jetzt wert ist. Kann man gleich mal schauen. Preisvergleich. Monaco. Ja, man sieht, der ist jetzt schon auf 1,5 geschätzt. Dann Schaub ist ja auch gewechselt in die zweite Liga. Aber von denen gibt es noch keine andere Karte, glaube ich. Man sieht, der 300 habe ich ihn geholt, 400 habe ich ihn geholt, 400, 400. Schau mal, was der wert ist. Preisvergleich. Ja, da war der billigste bei 650. Also, sobald der seine, jetzt habe ich gar nicht geschaut, nein, ist noch Köln. Sobald der die Karte von HSV kriegt, wird er auch steigen. Und da gibt es bei Transfermarkt.at, DE.com, keine Ahnung. Ja, bei Transfergerüchte kann man die Prozente anschauen. Und da ist es sehr gut bei hohem Prozentsatz schon zum Vorinvestieren. Lazaro von Inter wäre jetzt die nächste Option. Aber der ist ziemlich teuer, was ich gesehen habe. Der kostet über 2K oder um die 2K. Dann das andere, was ich auch mache, ist, ich hole mir jetzt viele Spieler von, ach, das ist nicht hier, ah ja, das hat man gesehen, Kruse habe ich mir auch ein paar Mal geholt, denn hoffe ich, kommt man SBCs raus, wenn man 83er braucht. Hier habe ich mir einfach Spieler von beliebten Ligen um 350 bis 400 erboten. Ich werde mir jetzt auch ein paar holen um 400, das werde ich nach den Rewards machen. Ich werde meine, alles, was ich habe, mein ganzes Budget in Goldspieler stecken,
um 400 Sofortkaufpreis und über die Weekend-League oder das Wochenende dann zwischen 500 und 800 verkaufen, je nachdem, denn ich will, wie nochmal gesagt, mein Team extrem verbessern. Da ist das Team und dazu muss ich traden. Ich will jetzt mal auf 200k mit der Methode raufkommen und dann werde ich mich am Flipping probieren. Flipping zeige ich jetzt noch nicht, denn ich will meine eigene Flipping-Liste erstellen und dazu muss ich ausprobieren. Man sieht ja, ich habe ja auch das mit Berin vorher ausprobiert, bevor ich es sage. Ich habe es mit Ginter ausprobiert, bevor ich es richtig her zeige. Und mit Ramalho auch, mit Ullmann. Ich probiere die Sachen immer vorher gern aus, bevor ich sie herzeige. Deswegen zeige ich auch immer den Einkaufspreis her, wie ich sie einkaufe, wie ich sie verkaufe. Und ich will jetzt immer mehr ins Trading reinkommen. Ich bin auch Trading-Anfänger. Und vielleicht gibt es ja Leute, die was das auch mitmachen wollen, die gleichen Schritte gehen, Erfahrungen mitsammeln, würde mich natürlich sehr freuen. Und ja, ich würde sagen, dann war es das von diesem kurzen Trading-Video zwischendurch. Ich hoffe, euch hat das gefallen oder hat Denkanstöße gegeben. Ciao, bis dann!